winnig, alles ist grün und alles sieht so anders aus. Was trage ich überhaupt für eine Garderobe? Das ist ja eigenartig. Wer weiß, wahrscheinlich ist es nur ein Traum, aber diesen werde ich zu nutzen wissen. Wie sagte ich schon früher, uns gehört nur die Stunde und eine Stunde, wenn sie glücklich ist, ist sehr viel. Den Turm dort kenne ich doch. Das ist doch Neuruppin. Was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich zuerst hin? Oh, ganz in der Nähe steht jemand. Kenne ich den? Wer soll das sein? Da sieh mal einer an. Das ist doch der werte Herr Schinke. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung mit Ihnen? Die Sprache ist doch das Menschlichste, was wir haben. Und wir haben sie, um zu sprechen. Ich bin's, Theodor Fontane. Was? Nee, Fontane ist da hinten, du Pfeife. Manche Hähne denken wirklich, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. Mal schauen, ob hier alle so unfreundlich sind. Verzeihen Sie, junge Dame, wo haben Sie dieses bunte Eis her? Na, von Il Gelato da hinten. Vielen lieben Dank. Hilfe! Was sind das für Maschinen? Sind aus dem Wagen mit Rädern. Und denn, die Welt ist einmal wie sie ist und die Dinge verlaufen nicht wie wir wollen, sondern wie andere wollen. Das muss sich verändert haben. Ich würde zu gern wissen, welcher Tag heute ist. Dass die Löwenapotheke immer noch existiert. Mit dem Schaufenster hängt sogar ein Bild und ein Lebenslauf von mir. Es ist wunderbar, dass manche Leute mich immer noch nicht vergessen haben. Auch nach so langer Zeit. Wiener Anzeige, 30. Mai 2015. Was? 2015? Ja, Tatsache. Gott, was mache ich hier? Ich müsste doch 195 Jahre alt sein. Das ist unmöglich. Ich bin natürlich so. Freies Netz statt Schnüffelei? FDP, was könnte das bedeuten? Was ist FDP? Da kommen ja noch mehr Blätter. Europa der Chance, der Arbeitslosigkeit. SPD. SPD kenne ich. Scheinbar sind bei Wahlen. Und das ist noch eins. Damit ein stabiler Euro allen hilft. CDU. Was soll denn ein Euro sein? Und hier? Gegendemos hatten Erfolg. Hier sind bemerkenswert viele Leute unterwegs. Was duftet denn da? Da kommt ein Fleisch in einem Brot aus der Tür heraus. Sieht lecker aus. Was ist das? So etwas möchte ich mir auch kaufen. Ich werde einfach diesen netten Herrn fragen. Verzeihen Sie, werter Herr, für wie viel Mark kann man hier wohl speisen? Mark! Wo bist du denn ausgebrochen? Hier gibt's Döner. Und wir bezahlen hier mit Euro, Mann. Wo kommst du denn her? Wer antwortet doch? Denn da? Farbiges Stück Papier? Interessant. Sonst brauche ich, glaube ich, nicht.
Na gut, behalt ruhig. Das sind ja nur 5 Euro. Stimmt. Da steht der Euro drauf. Mal schauen, ob er mir auch hilft, die CDU zu sagen pflegt. Europin scheint eine reiche Stadt geworden zu sein. Keine Bettler, beachtlich viel elektrisches Licht zu geben. Sogar Geld liegt hier einfach auf der Straße rum. Tragen denn so manche Leute für bunte Kugeln mit sich? Wie sagte man 1875 noch in Italien? Genau! Gelati, Ecco und Poco. Oder zu Deutsch, hier ein bisschen Eis. Diese Entwicklung muss ich selber probieren. Schmeckt wunderbar. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Da hinten soll ich also sein. Jedoch, die Popularität eines Mannes ist nicht immer ein Kriterium für seine Bedeutung. Allerdings läuft doch alles bloß darauf hinaus, wie hoch man sich selber einschätzt. Das wundert mich trotzdem. Status sieht ja genauso aus wie ich. Dieser Hahn hat wohl recht, das bin wirklich ich. Oder wohl eher eine Konstruktur, um meiner zu gedenken, so wie Schinkel auch einen hat. Dürfte ich mich dazu gesellen, werter Herr? Was für eine Frage. Natürlich darf es, es ist schließlich meine Stadt. Es erfüllt mich mit Freude, dass man trotz der stetigen Entwicklung der alten Kultur noch nicht komplett den Rücken zugedreht hat und sich immer noch an mich erinnert.